Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater und ich habe natürlich keine Glaskugel vor mir stehen. Und gestern war ein sehr, sehr amüsanter Abend, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn hier ist etwas vorgefallen, wo ich eigentlich gar nicht drauf eingehen möchte, denn ich finde es und zum Glück viele, viele, viele tausend andere Leute einfach nur, ja, lächerlich, was hier gerade passiert. Aber es gibt eine gewisse Person in Deutschland im Social Media Bereich, die hier meint, ja, wie soll ich sagen, der geilste Macker bei AMC zu sein. Nein, Spaß beiseite. Ich gehe gleich auf dieses interessante Thema einmal ein. Aber bevor ich das mache, ihr seht hier den Kurs heute. Die US-Börse war ja nicht so lange auf. Aktuell bei 32,99, ein Minus von 4,74%. Und in der Woche liegen wir immer noch bei 4,8% im Minus. Ja, ist natürlich erstmal nicht so gut. Aber es hat hier heute nichts mit Manipulation zu tun oder. Natürlich, teilweise schon, komme ich auch gleich drauf zu sprechen, aber ihr müsst euch mal den Gesamtmarkt angucken. Hier ist einiges runtergerutscht. Und auf was möchte ich hier so Interessantes eingehen? Und zwar dieser gewisse Herr hier hat behauptet, wir sollten bei geringem Volumen nicht kaufen. Und dann gibt es einen gewissen Herrn, der das auch noch überall bei Facebook verbreitet. Und ja, man reagiert drauf in einem Video oder ich teile meine Meinung mit. Dann wünscht man sich, dass ich auf den Facebook-Eintrag kommentiere, gebe meine Argumente frei. Und was passiert, Leute? Ich werde von der Gruppe geblockt. Ich denke mal, viele wissen, auf wen ich mich beziehe. Und ich weiß auch, viele von euch sind in der Gruppe. Ja, was soll man sagen? Stellt euch einfach mal vor, und das ist das Lustige, ich würde angeblich von dieser Gruppe irgendeinen Content kopieren und. Die Frage ist bei mir nur, was macht diese gewisse Gruppe, dieser Herr? Er kopiert hier, ohne vorher nachzudenken, einfach Lou. Aber gut, ich finde, oder ich bin ja immer noch der Typ, der straight unterwegs ist, der freie Meinungsäußerung gut findet, der Kritik gut findet. Dann kommen wir wieder zum Thema, was ich schon 100-mal angesprochen habe und auch andere YouTuber angesprochen haben. YouTube gibt einige Kommentare nicht frei, gibt einige oder löscht einige Kommentare. Ich lösche keine Kommentare zum 100. Mal. Ich weiß nicht, wie ich es beweisen soll. Auf jeden Fall können aber hier diverse andere YouTuber auch ein Lied von singen. Es macht YouTube von sich aus. Aber wenn man keine Ahnung hat, ja, dann soll man einfach mal den Mund zuhalten. Auf jeden Fall hat dieser Herr hier, dieser Lou, behauptet, wir sollten bei geringem Volumen nicht kaufen, nicht nachkaufen, wir sollten im Dip nicht kaufen. Und überlegt mal, Leute, überlegt mal, würden wir nicht nachkaufen, der Kurs würde immer weiter massiv nach unten gehen. Genau das ist ja der Börsenhandel. Kaufen, verkaufen. Und ja, die Hedgefonds verdienen viel Geld oder viele Institutionen verdienen Geld mit Aktien, Ausleihen und so weiter. Aber sich ja wirklich hier aufzubauen und zu behaupten, man sollte nicht im Dip kaufen, man sollte nicht im geringen Volumen kaufen, man soll nur noch halten, ne? Also, ich weiß nicht, was hier genommen worden ist oder. Es ist absoluter Blödsinn. Ich kann es nochmal wiederholen von gestern im Video. Absoluter Blödsinn. Und wenn man solche Behauptungen aufstellt, auch wie dieser Lou hier oder der Facebooker, dann soll man hier auch mit Beweisen kommen und nicht hier alle verrückt machen, sondern klare, sachliche Beweise, schwarz auf weiß und nicht mit irgendwelchen Argumenten oder Meinungen, die oder andere Meinungen, die dann wieder als falsch deklariert werden, obwohl ich gestern so viele Argumente gegen diese Aussagen gelesen habe.
Aber da wird einfach nicht drauf eingegehen. Also hier wird einfach nur versucht, irgendwie wieder eine neue Theorie überzubügeln, komischerweise wieder zum Wochenende, zum Feiertag hin. Und keiner kann bei AMC irgendeine Theorie sagen. Ob es jetzt der Tesla-Squeeze ist, ob es jetzt die Zyklentheorie ist, ob es jetzt diese Geschichte ist. Es sind immer wieder neue Theorien. Das Einzige, was in meinen Augen zählt, ist kaufen und halten, und die Hedgefonds haben noch nicht gecovert. Mehr interessiert mich persönlich nicht, und jetzt können wieder 100.000 Leute irgendwas in die Kommentare schreiben. Was einige nicht verstehen ist, es gibt unterschiedliche Meinungen, es gibt schwarz und weiß und nicht nur weiß oder schwarz. Also es ist einfach nur verrückt, was hier los ist. Alle sprechen darüber, auch bei AMC sprechen alle darüber, und dass das hier angeblich jetzt diese neueste Theorie ist von einem YouTuber, der noch nicht mal ansatzweise bei irgendeinem Hedgefonds gearbeitet hat oder hier irgendwie im Finanzsystem tätig ist, soll jetzt diese Theorie kommen. Also ich lach mich kaputt. Vor allem, wenn dann auch noch irgendwelche anderen diese Theorie übernehmen. Ja, was ist heute passiert? 3,11 $ vor Markteröffnung mit gerade mal 34.700 gehandelten Aktien ist ein Rückgang der Marktkapitalisierung von fast 1,5 Milliarden Dollar. Und das eben mit weniger als 1,5 Millionen gehandelten Dollar. Also das ist auch schon sehr interessant. Und auch hier, sorry Leute, die Hedgefonds verlieren nicht. Und zwar geht es im Prinzip hier auch darum, das Volumen ist im Moment verrückt und Leute wie ich kaufen und halten heute, so stolz euch alle oder so stolz auf alle Affen hier und an die Hedgefonds, Bots, Shills und falsche Affen oder falsche Apes, die bezahlt werden, einschließlich auch sehr interessant, YouTube-Influencer. Ja, und dann könnt ihr euch das Zeichen hier oder den Emoji hier ja, selbst übersetzen. Also es sind tausende andere Leute der gleichen Meinung wie ich, und das finde ich wirklich gut. Auch hier zu sehen, wie der gesamte US-Markt oder der gesamte Aktienmarkt wirklich rot ist, hat viel mit der Pandemie zu tun, wegen der oder teilweise einiges mit der Nachricht hier mit dieser neuen Mutation. Deswegen gehe ich stark davon aus, nächste Woche reguliert sich einigermaßen wieder der Markt. War bis jetzt immer so. Und was gibt es hier zu sagen? Ja, diese ganzen Kaufensachen, man soll nicht kaufen und erhalten. Dieser Ape schreibt auch, ich kaufe jedes Mal, wenn ich etwas mehr Geld habe. Lass uns diesen ... ja, vergessen und weiter kaufen und halten. Also wir können aufhören zu kaufen, ist das Dümmste, was ich je in diesem Sub gehört habe. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber kaufe weiter, und wenn du es nicht kannst, halte für dein Leben. Also sorry Leute, ich finde es einfach so geil, wie man an der Börse behaupten kann, man soll nicht nachkaufen, man soll nicht kaufen. Also ich... Ja, und auch hier seht ihr es, Lou, sie haben einen Großteil ihrer Emotionen in einen Mann investiert, der sie möglicherweise betrogen hat. Versuchen sie es, gehen sie in einen Lou-Video, eine Woche, ein Monat, niedrige Verkaufs, ja, Klammern, das ist automatisch deutsch übersetzt, das ist manchmal echt blöd. Auf jeden Fall, ja, Lou versus Wall Street, arrested for scamming and fraud. Also ich glaube, das soll schon hier genug heißen. Und natürlich für alle die, die hier wieder Chartanalysen mögen, es ist genau perfekt hier abgeprallt, auch hier in der Dreiecksformation. Also es sollte jetzt hier rein theoretisch wieder nach oben gehen. Ja, das war's eigentlich. Bildet eure eigene Meinung. Wie gesagt, es ist meine Meinung, die ich vertrete, die ich auch offen kundgebe. Wovon ich aber natürlich mich distanziere, ist auf irgendein Beef. Ich finde es lächerlich, weil ganz ehrlich, am Schluss wollen wir alle das Gleiche. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Also deswegen, ich kann immer nur einen anderen YouTuber sehr, sehr empfehlen.
Die viele wissen, wen ich meine. Grüße gehen raus. Und auf jeden Fall, bildet eure eigene Meinung. Ich find's uncool, wenn man irgendwie Beef macht oder Beef haben will, denn vor allem in diesem Bereich, wo wir tätig sind, wir sind hier nicht irgendwelche Gamer oder was weiß ich was, sondern wir sind im Finanzbereich tätig und wir spielen hier nicht oder wir spielen mit echtem Geld und das jetzt hier irgendwie, ich nehme mich natürlich mit inbegriffen, also gar keine Frage, aber es ist jetzt schon das zweite Mal irgendwie, dass Leute irgendwie meinen, irgendwas Schlechtes zu wollen. Und der erste hat schon aufgegeben. Ich weiß nicht, ob der zweite es genauso macht. Ich möchte es eigentlich gar nicht. Ich möchte mit allen klarkommen. Ich finde es nur schade. Man erwartet irgendeine Reaktion. Ich gebe eine Reaktion. Dann ist die Reaktion falsch oder die Meinung falsch, angeblich falsch. Obwohl zig, hunderttausend andere Leute genau der gleichen Meinung sind. Aber dann eben auch noch aus einer Gruppe rausgeschmissen wird. Weiß ich nicht. Ist das Kindergarten? Also da ist ja meine dreijährige Tochter Erwachsener. Ja, das so zum Thema. Wenn derjenige mein Video hier anguckt, was er bestimmt macht, auch wenn er wahrscheinlich behauptet, er tut's nicht. Aber ich will kein Beef. Ich will eigentlich, dass wir alle zusammen viel Geld verdienen, reich werden, je nachdem, wie viel Aktien man halt hat und nicht mir irgendwie hier unnötiges Zeug anhören oder ansehen. Also dementsprechend an alle, die hier zugucken, bildet euch immer eure eigene Meinung und entscheidet selbst, was richtig oder falsch ist. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.